Hallo, ich heiße Adam Kirbers und das ist mein Podcast Erzählungen. Bano war sehr mitgenommen, nachdem er mit seinem Vater gesprochen hatte. Diese Indifferenz, diese Kälte, sein Vater Gotthard konnte ihn nicht mal ansehen. Es war für ihn schwierig, das alles zu ertragen. Er musste weg, er musste raus, er musste irgendwo hin, um sich wieder Glauben zu machen, dass die Welt um ihn herum das nicht versteht, dass er nicht der ist, für den man ihn hält, dass er etwas ganz Besonderes ist, etwas Unentbehrliches. Man kann so jemanden nicht einfach so behandeln, man kann so jemanden einfach nicht so zurückstellen. Brandauer war dessen bewusst. Er wollte wieder Zuversicht gewinnen. Deswegen ging er zurück in den Ort, wo er bis dahin immer sehr glücklich gewesen ist. Ein Ort, von dem er verstand, worum es ging, wo er Handfertigkeiten, Selbstvertrauen gelernt hatte. Sein alter Arbeitsplatz, seine alten Arbeitskollegen sollten ihn wiedersehen, sollten ihn erkennen, sollten wissen, wer er ist, was er kann. Diese ganze Sache würde dann vergessen sein. Diese ganze Sache wäre dann bedeutungslos, wenn man ihn einmal sehen würde. Wenn man einmal sehen würde, das ist der Brandauer, der er schon immer war. Das ist der, wo sich nichts verändert hat. Wo alles noch beim selben ist. Als Brandauer in seine alte Firma ging, so schien es ihm doch, als ob es ein ganz regulärer Arbeitstag wäre, als ob er wie immer dorthin gegangen wäre, als ob das wieder ein Beginn wäre, vielleicht der Beginn der Monotonie. Brandauer wusste es nicht. War das der Beginn, was ihn schlussendlich dorthin gebracht hat, wo er geendet hat? War das die Monotonie, die so unerträglich war, dass er dagegen etwas machen musste, dass er dagegen etwas machen sollte? Was war es? Er verstand es nicht. Und mit einem Mal wünschte er sich, dass es alles so wie beim Alten gleich geblieben wäre, dass sich nichts verändert hätte, dass er wie gewöhnlich hier in diese Firma gegangen wäre, sich an dem Arbeitstag erfreut hätte, auch wenn ihm manchmal die ganze Arbeit mühsam war, verdrießlich war, so gab sie ihm doch Hoffnung, so gab sie ihm ein Versteck, worunter er sich verstecken konnte, worunter er sich nicht in der Öffentlichkeit entblößen musste. Sein Vater nicht bloßgestellt, die Leute ihn nicht anstarren würden. Das war für Brandauer wichtig. Das hoffte er für sich. Und als er in seine Firma hineinging, so schien sie es doch mit einer Art Trauer behaftet zu sein. Alles hatte sich verändert. Er hatte sich verändert. Er war nicht mehr der Mensch, der hier einst noch hineingegangen war, der hier noch voller Zuversicht in seine Zukunft geblickt hatte. Jetzt war er dieser Mann, den einige Leute merkwürdig ansehen. Jetzt war er dieser Mann, den einige Leute sogar mit Verachtung ansehen würden. Doch Brandauer ließ sich davon nicht unterkriegen, denn für ihn war klar, dass sie sich alle noch wundern werden, wenn einmal klar wird, dass er nicht der ist, für den sie halten, dass das nur einmal war, ein einmaliges Geschehen. Jeder fällt einmal hin. Und wer sind diese Leute, die ihn richten? Hatte nicht Jesus gesagt, richte nicht, und dann wirst auch du nicht gerichtet. So, was für ein Recht nehmen diese Leute, um ihn zu richten? Brandauer war sich eines gewiss, und das ist, dass seine alten Arbeitskollegen, mit denen er zusammen so viel Zeit verbracht hatte, mit denen er zusammen so viel Späße getrieben hatte, die Arbeit bewältigt hatte, durch Fleiß, durch Mut, was auch immer, dass die ihn verstehen würden, dass die sein wahres Ich sehen würden und ihm dabei helfen würden, sein wahres Ich der Welt dort draußen zu präsentieren. Denn darum ging es ja auch, dass die Welt dort draußen verstand, wer Brandauer war, was er getan hat und dass man ihn nicht über einen Kamm scheren kann, dass man Brandauer nicht so sehen kann wie alle anderen. Auch nein, so ist Brandauer nicht. Dem war er sich bewusst. Als er in die
in seinen alten Arbeitsplatz hineinging, war auf der Suche nach Stader. Stader war sein alter Arbeitskollege, mit dem man schon sehr viel zusammen durchgemacht hatte, sehr viel Arbeit miteinander getätigt hatte. Doch nichtsdestotrotz konnte Brandauer ihn nicht unbedingt als einen wirklichen Freund betrachten, denn Freunde hatte er wirklich nicht. Warum? Wusste er nicht. Irgendetwas war in ihm. Damals hatte er schon immer verstanden, dass er anders ist, dass er über einige Sachen mit anderen nicht reden kann, dass es unmöglich ist, mit anderen darüber zu reden, dass er falsch verstanden werden würde. So sagte er sich es immer. Leute verstehen einen falsch. Das war sein Mantra, dass er immer und immer wieder sich hervorkramte und dann wie ein Mantra durchbetete. Leute verstehen es nicht. Die missverstehen es. Deswegen muss man vorsichtig sein. Man kann diesen Leuten nicht alles sagen. Das war, was Brandauer sich immer wieder vorhielt. Doch nichtsdestotrotz fühlte er sich in dem Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt zu Hause. Ganz besonders danach, wo all das um ihn herum geschah, wo all die merkwürdigen Getuscheln und vorsichtigen Schritte um ihn herum schlichen, als ob man dieses Etwas da, dieses Monster, was es auch ist, nicht wecken will, als ob man vorsichtig sein will, als ob man ja von diesem Menschen eine Distanz wahren will, dass niemand, auch wirklich niemand sieht, versteht oder der Meinung ist, dass dieser Mensch zu einem dazugehören würde, dass da ja die Distanz und der Sicherheitsabstand eingehalten werden würde. Doch in dieser Firma, so war sich Brandauer bewusst, oder dachte er zumindest, war diese Distanz nicht gegeben. Er hoffte es und er würde dann einige Leute in dieser Firma mitnehmen, mit vors Gericht, die ihm Unterstützung geben, die den Leuten erklären, wer Brandauer ist und dass jeder einmal einen Fehler macht. Das war ein Fehler und dann nichts, ein Fehler und dann würde sich alles wieder zurechtbiegen. Davon war sich Brandauer bewusst. Deswegen suchte er Gstaader. Gstaader war alleine, er arbeitete alleine und er war gerade bei einem Projekt. Als er Brandauer sah, wollte er nicht so recht seinen Augen trauen. Er war sehr unbeholfen, unwohl, Brandauer sehen zu müssen, denn hatte er offensichtlich auch gehört, was geschehen war, warum Brandauer in dem Ort traurige Berühmtheit gehabt hatte. Und Gstaader fühlte sich unwohl. Es gibt für so etwas kein Protokoll, wie man sich verhalten soll, wie man sich so gegenüber jemandem verhalten soll. Ganz besonders, wenn man mit so jemandem auch noch assoziiert war, wenn man mit dem man sich unterhalten hat, für den man vielleicht auch noch eine freundschaftliche Zuneigung verspürt hatte, ein Dazugehörigkeitsgefühl. Was besagt das über einen? Ist man auch so, gehört man auch zu den Leuten? Ist man auch derjenige, bei dem im Inneren so etwas schlummert und nur auf eine Möglichkeit wartet, hervorzukommen? Ist das nicht etwas, wofür man sich schämen muss, wofür man Angst haben soll? Angst haben muss, als Brandauer sich Gstaader näherte, so war der vorsichtig. Er wusste auch nicht, was er sagen soll. Vielleicht würden andere Leute ihn sehen, hören. Was sagt man zu so etwas? Muss man da nicht den Schein wahren? Muss man da nicht vehement die Leute von sich stoßen, vorsichtig sein? Und mit Vehemenz betonen, dass man mit so jemandem nicht assoziiert ist, dass man in einer anderen Welt lebt und dass man sich offensichtlich auch getäuscht hat. Getäuscht in dem Sinne, dass man sich hatte täuschen lassen, denn so einfach geschieht das dann auch nicht, dass man sich täuschen kann, dass Leute einen täuschen kann. Doch man muss diesem Glauben Einhalt gewähren, denn jeder erwartet ja, dass man von vornherein gewusst hätte, was Brandauer ist, was er gemacht hat, dass das einem auf die Stirn geschrieben sei und dass jeder andere, die kommen dann später hervor, wenn alles das geschieht. Meistens
wussten sie es selber nicht, doch nichtsdestotrotz, danach, wenn ihr einmal jemand hinfällt, kommen diese Leute dann alle hervor, ja? Ja. Die wussten es schon immer. Und scheinbar wussten die es, scheinbar sahen die es, dieses gewisse Etwas, diese verdorbene Frucht, diese Krankheit, diese Widerwärtigkeit, die sahen es. Doch andere sahen es nicht, waren blind. Warum? Weil sie vielleicht auch dazugehören, man weiß es nicht. Und muss man nicht genau für die Leute, die nicht Schein waren, muss man nicht genau für die Leute vorsichtig sein, dass man sich noch daran hält. Doch wie ist das alles zu machen? Wie soll man das alles machen? Gstaader hatte davor immer sehr positiv von Brandauer gesprochen. Er hatte ihn auch verteidigt, dann später wie die ganzen Beweise und Evidenzen in vollendete Tatsachen mündeten, so wurde er still. Er wurde um seinen Beitrag betrogen. Er konnte es nicht mehr zurückhalten. Er verstand es nicht. Tatsächlich, dieser Mann, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der mit ihm zusammen war, war so jemand. War so jemand, und es war nicht mehr Leugner. Einmal. Einmal und was dann? Es war eine Frage. Es war eine Frage für ihn, die er nicht lösen konnte. Ein Mysterium der Welt. Warum macht so jemand so etwas? Warum hat so jemand so etwas notwendig? Was geschieht da in einem? Er verstand es nicht. Und viel schlimmer war, er fragte sich, ob so etwas auch in ihm sei. Könnte es ihm auch geschehen, dass das eine Regung in ihm sei, die bis dahin nicht hervorgekommen ist und danach betrachtete und sezierte Gstaader seine ganzen Gedanken. Er versuchte den Grund oder auch eine mögliche Krankheit in sich selber herauszufinden, denn für ihn war es so wie eine Krankheit, wie eine Fehlfunktion des Gehirns. Irgendetwas stimmt da nicht und man muss dem früh genug entgegenwirken. Man muss dort vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Doch er kam zu keinem Ergebnis. Das einzige Ergebnis war, dass er in Gesellschaft Furcht hatte, in Gesellschaft von anderen, in Gesellschaft von Kindern Angst hatte. Angst hatte, dass sich in ihm etwas regen könnte. Angst hatte, dass es zum Vorschein käme. Angst hatte er auch, dass Leute ihn danach beobachteten. Dass Leute, so dachte er, über ihn redeten und sagten, das ist der und der, der mit dem Brandauer immer zusammen, die beiden, so dachte er sich. Und der Gedanke widerte ihn an, weil das bedeuten würde, dass er sozial ausgegrenzt wird, dass er keine Chance auch hat auf ein gewöhnliches Leben. Und er fühlte sich zunehmend auch von jedem gesehen, betrachtet, beobachtet, als ob man auch nur auf einen Moment warten würde, auf einen Moment, in dem auch klar werden würde, dass auch der Gstaader nicht anders ist als der Brandauer. Hatte er ihn denn nicht verteidigt? Hatte er ihn nicht das alles gut geredet? Hatte er und wollte er dem Brandauer nicht helfen? Und dann, als der Brandauer zu ihm kam in die Firma, so war er sprachlos. Er wusste nicht, was er so richtig sagen wollte. Bis zum Schluss hatte er ihn verteidigt, doch die Evidenz sprach etwas anderes. Und jetzt wurden seine Worte Lügen gestraft. Was sollte er machen? Denn er wollte in einem anderen Bereich auch Brandauer nicht hart und harsch anfahren. Denn wer weiß, am Ende könnte er auch dort landen. Vielleicht ist er irgendwann an der Stelle von Brandauer. Und dann würde er hoffen und erwarten, dass Leute das verstünden, dass Leute sehen würden, dass man so etwas, dass so etwas geschehen kann. Auch wenn er nicht wusste, wie so etwas geschehen kann, so müsste, denn nach Gstaader war es ja so, dass so etwas in einem drin sei, dass man so etwas über die Jahre vielleicht auch noch gemerkt hätte, damit gelebt hatte oder noch viel schlimmer seinen Frieden damit gemacht hatte, dass das etwas ganz Gewöhnliches, wie wenn jemand mit einer Frau zusammen sein will. So dachte er sich, dass das so eine Krankheit sei, von der man vielleicht gar nicht wusste, dass sie in einem steckt. Oder dass man es als gewöhnlich, als normal ansehen würde. Das waren alles Gedanken, die sich in Gstaaders Kopf
nicht. Und als Bran dauer zu ihm kamte, wusste Bran dauer nicht so recht, wie er alles anfangen sollte. Er wollte so tun, als ob es ein ganz gewöhnlicher Tag wäre, als ob es ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag wäre. Die kommen in die Arbeit, reden über Alltägliches. Die meiste Zeit lästern sie über andere Leute, die nichts auf die Reihe bekommen, die in ihrem Leben nichts schaffen, nichts vollbringen, sondern nur irgendwie dahin leben, als ob die etwas Besonderes sein. So wollte auch Bran dauer wieder etwas sagen, so wieder etwas um den Schwung der Freundschaft und den Elan der Freundschaft auszulösen, denn er dachte, dass Gstaader sowas wie ein Freund für ihn ist. Doch als er sah, dass Gstaader sich von ihm eher fernhielt, distanziert war, ihn nicht an eines Blickes würdigte, nicht nur eines Blickes würdigte, sondern dass es ihm auch unangenehm war, dass er wortkarg war, dass er nicht wusste, wie man auf so etwas reagiert. So ein Verhalten hatte davor Bran dauer schon bei seinem Vater erlebt. Die Worte fehlen einem. Man weiß nicht so recht, soll man da noch hinsehen, kann man da noch hinsehen. Und man ist der Meinung, wenn man hinsieht, macht man es alles noch schlimmer. Macht man es schlimmer, weil man sich dann irgendwie selber verrät. Und man ist dann irgendwie angefesselt, angekettet an diesen Umstand, an dem man irgendwie Beziehung hat, zu dem man irgendwie Beziehung hat, an dem man gebunden ist und nicht so recht weiß, wie man sich von dem lösen soll. Was ist die gesellschaftliche Norm? Niemand hat den Knicke für so etwas geschrieben. Niemand hat den Verhaltenskodex für so etwas geschrieben, für so jemanden geschrieben, der in Ungnade fällt. Noch viel schlimmer, indem man sich ganz einfach getäuscht hat und so getäuscht hat, dass es zu einem und für einen zu einer Scham führen. Das ist für einen problematisch, gesellschaftlich problematisch wird. Gibt es so etwas? Gibt es solche Bücher? Gibt es dafür einen Knicke? Brandauers Worte blieben ihm im Hals stecken. Wieder war dieser Zweifel in seinem Kopf, dass es sich alles noch im Guten bewenden würde, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Leute sein wirkliches Ich verstehen, bis die Leute sehen, wer er ist, bis sie einmal verstünden, wie wichtig er für die Gesellschaft ist. Denn war er nicht ein richtiger Österreicher, war er kein waschechter Österreicher und würden die Österreicher ihn nicht brauchen, benötigen. Brandauer, dieser anständige Mann, wer kann das von ihm sagen, wer kann das? Ein Fehler und dann ist alles vorbei. Er wusste nicht, was auf Gstaader reagieren sollte. Er wollte ganz genau fragen, was liegt an, was er oft immer so gefragt hatte. Was müssen wir heute machen? Was liegt an? Womit müssen wir uns bekämpfen? Und dann würde immer etwas vom Gstaader kommen, irgendetwas Lustiges, irgendetwas Geistreiches. Doch Brandauer wusste nicht, was er sagen soll. Er hatte Angst vor der Antwort. Er hatte Angst davor, zurückgestoßen zu werden. Und jetzt schien es ihm mehr und mehr als unwahrscheinlich, dass Gstaader ihn unterstützen würde, bei der Verhandlung mit ihm zusammen dort auftauchen würde, jedem beweisen würde, der hat jemanden. Es handelt sich um ein Missverständnis. Oder wie Mächte das gesagt hat, die wollen dir schaden. Du musst auf dich aufpassen. So kann es nicht weitergehen. Und dergleichen, was ihm so viel Mut gegeben hat, was ihm so viel Kraft gegeben hat, wovon Brandauer Kraft schöpfen konnte. Und das war für ihn wichtig, das war für ihn signifikant wichtig. Das alles hatte er sich erträumt nach dieser ganzen Sache beim Anwalt und mit seinem Vater. Doch dann beim Arbeitsplatz, bei seinem alten Arbeitskollegen, schien das alles nicht mehr so machbar zu sein. Was würde geschehen? Würde er ihn zurückweisen? Davor hat er Angst, vor den Worten von Gstaader hat er Angst, wenn er doch etwas sagt, wenn er etwas Unangebrachtes sagt, wenn er Brandauer von sich stößt, von ihm die Schnauze voll hat oder ihn anschreit, anfällt. Was würde geschehen, wenn andere das hören? Waren die nicht Freunde? Er kannte in der Firma die Arbeiter nicht, Brandauer und Gstaader als Freunde, die sind unzertrennlich, die sind immer zusammen. Und wenn irgendwer den Brandauer verteidigen würde, so wäre es doch der Gstaader. So dachte sich das Brandauer.
So wurde er auch gekannt. Doch dann hatte sich alles geändert. Es war ein Moment des Schweigens. Dann konnte Brandauer schlussendlich noch die Worte hervorbringen. Was liegt dann? So wie gewöhnlich, so wie jeden Tag, durch die Worte. Seine Stimme war dumpf. Dumpf war nicht mal ein Widerhall. Die Stimme hatte einen ganz anderen Klang mehr. Und sie hatte auch eine ganz andere Wirkung, denn sie ertönte mit Furcht. Sie brachte in Gstaader nicht diese Veränderung herbei, die sie jeden Tag hervorbrachte. Seine Worte, die freundschaftliches Freude hervorbrachte, die so eine Art Zugehörigkeit hervorbrachte, die keine Distanz war, die nicht einen Raum feststellen ließ, der zwischen ihm und der Welt sich aufgetan hatte, die Stimme, die nicht so war, als ob sie eine Kluft und eine riesige Barriere überwinden müsste, sondern die immer bis dahin, bis zu dem Moment immer etwas Warmes, Freundschaftliches hatte. Doch dann hatte sich alles verändert. Nun war die Stimme so etwas Kaltes, wie ein kalter Windstoß, der durch den Raum stieß, der jeden von sich wegstößte und der die Leute fröstelte, angewidert, fröstelte, zurückschrecken, fröstelte, wie man sich vor einer Krankheit schützen muss, wie man sich nur genug in Sicherheit bringen muss, denn man weiß nicht, ob man der Nächste sein kann. Das wirkte auf Gstaader. Er schritt etwas zurück, denn nun war es offensichtlich gewesen, er musste irgendetwas sagen. Er hatte noch gehofft, dass Brandauer vielleicht weiterziehen würde, vielleicht verstehen wir, dass das kein guter Moment war, dass man nicht darüber reden kann, dass die beiden nicht miteinander sein können, dass die beiden nicht miteinander reden können. Doch Brandauer war stehen geblieben, wollte mit Gstaader reden. Gstaader konnte und wollte nicht mit ihm reden. Er wollte es irgendwie abtun. Was liegt an? Was machen wir heute? Fast so, als ob sie wie jeden Tag miteinander arbeiten würden, sich um etwas bemühen würden, den Tag und die Stunden irgendwie vorbeibringen würden. Doch schien das für Gstaader, sogar Smalltalk, unmöglich zu sein. Es war nicht möglich, einfach hinzusehen. Er wollte es schnell hinter sich bringen. Er tat es ab. Ja, das alltägliche eben, ja, wie immer. Das war alles abgehackte Sprache. Brandauer sollte es verstehen und Brandauer verstand es auch. Er erstummte, konnte nichts mehr sagen. Bis hierhin hat es erreicht. So dachte er sich, Brandauer, für einen Moment, wo er sich noch Mut und Hoffnung geben wollte. Die sind auch hier. Er verwendete Mechtis Worte. Die sind auch hier. Die haben bis hierhin sind sie durchgedrungen. Die wollen dich zerstören. Die wollen uns alle zerstören. So hatte Mechti mit ihm in der Untersuchungshaft gesprochen. Und Brandauer bediente sich dieser Worte, die ihm so viel Kraft und Hoffnung gegeben hatten. Doch nun schien sie leer. Nun schien sie gegen eine dicke Wand zu hallen, gegen die man nichts aussetzen konnte. Und Brandauer empfand sich als hilflos, weil er es nicht erklären konnte, hilflos, weil er nicht den Leuten zu verstehen geben konnte, dass er eigentlich nicht so war, dass das, was Leute von ihm gesehen hatten, dass das wirklich ist, dass das, was sie vielleicht gehört haben, dass es aus dem Kontext gerissen war. Denn wer kannte nicht den kleinen Prinz? War es nicht eines der berühmtesten und bekanntesten Bücher? Und selbstverständlich reden Leute darüber. Wer redet denn nicht über ein Buch mit anderen Leuten? So verstand er es. Und so wollte er es auch verstanden wissen. Und so wollte es auch den Menschen um ihn herum erklären. Doch es war alles schwierig. Es war schwierig, denen das klar und verständlich zu machen. Wie würde das auch gehen? Was wären die richtigen Worte? Brandauer, er konnte sich nicht helfen. Er war nicht wortgewandt. Er war nicht derjenige, der mit Worten um sich herumschlagen konnte, sondern er war derjenige immer gewesen, der direkt war, der sagen konnte, sagen musste, was er wollte, der direkt immer angeben konnte, was in seinem Kopf vorging. Oder auch nicht, wenn er es unterdrücken musste. Brandauers Welt, Brandauers Weltverständnis, Brandauers Worte waren immer direkt.
Es war nicht gewählt, sie mussten nicht gewählt werden. Brandauer dachte immer so, dass die Worte bis dahin aus ihm herausgekommen waren, dass sie natürlich waren, dass sie nicht umschweifig waren, um den Busch herum sich verbreiteten. Dass es klar war, doch dann schien alles sich feiner zu haben. Mehr und mehr merkte Brandauer, dass er sich auch dafür schämte, dass die so, dachte er immer wieder an die Worte von Mächte, dass die gewinnen, dass die dann schlussendlich ihn dran bekommen. Jeder will ihm schaden. Und er, Brandauer, er kann den Leuten nicht beweisen, dass er ein echter Österreicher ist, dass er ein Mensch mit Anstand ist. Das verstehen die alle nicht. Das wollen die alle nicht verstehen. Und jetzt haben sie sogar den Gstaader auch noch mit hineingezogen. Für einen Moment standen die beiden dort sprachlos, wortlos. Brandauer nicht wissend, was er sagen soll. Und Gstaader, er konnte sich auch nicht helfen. Sollte er weggehen? Muss er weggehen? Sollte er sich jetzt von ihm entfernen und dann hoffen, dass wenn er wieder zurückkommt, dass Brandauer weg ist? Doch wohin sollte er gehen? In diesem Augenblick war er von so vielen Gedanken auf einmal durchströmt. Sein Gehirn sagte ein, unter den vielen Möglichkeiten, die es gab. Wohin sollte er gehen? Was macht man nach so etwas? Sollte er nicht jetzt sofort rausgehen zu den anderen Kollegen, mit den anderen Kollegen sozialisieren und denen ein für alle Mal vor den Augen führen, dass er nicht so sei wie der Brandauer. Aber was wollte er sagen? Und als er noch immer im Begriff war, darüber nachzudenken, was er sagen soll, wie er sich nun verhalten soll, dass er doch mehr und mehr bestätigen soll, dass er anders ist. In dem Augenblick kam Herr Brucker zu den beiden. Herr Brucker war so etwas wie eine Autorität in der Firma. Er war schon einer dieser alten, alteingesessenen Männer, die immer schon Autorität von sich gaben und die auch so etwas wie eine Vaterfigur, die so etwas wie eine Führungsrolle innerhalb der Firma hatten. Die Jungs sahen ihn aus, er war freundlich immer. Die Jungs sahen auf ihn auf, er war freundlich, er war einer derjenigen, mit dem man immer zusammenarbeiten konnte, mit dem man immer auskommen konnte. Und Brandauer hatte hohen Respekt vor Herrn Brucker. Er hat immer auf ihn aufgesehen. Er hat ihn immer so als einen Vater gesehen, als einen richtigen Vater. Und dann und wann hat er sich auch vorgestellt, was wohl gewesen wäre, wenn Herr Brucker sein Vater war. Doch als Herr Brucker Brandauer sah, so stockte er für einen Moment. Er blieb sogar stehen für einen Moment, als ob er nicht erwartet hätte, ihn hier zu sehen. Als ob seine heile Welt, die er davor noch mit Pfeifen und mit guter Laune durchlebt hat, durchwandert hat, als ob die mit einem Mal zum Stillstand gekommen sei. Als ob dann das Ekel, das vor ihm stand, unvermeidbar war. Und er nicht umdrehen konnte, er nicht umdrehen und weggehen konnte, weil gesellschaftliche Konventionen es nicht zulesen. Er wollte nicht schwach sein, er wollte nicht einer dieserjenigen sein. Oder er hatte sich auch im richtigen Moment daran erinnert, dass er eigentlich hier zu Hause ist. Dass nicht er ist, der gehen muss, der nicht er ist, der verschwinden muss. Und dass er sich vielleicht so auch gegen dieses Etwas dort wehren muss. Dass dieses Etwas dort fehl am Platz ist und nicht er verschwinden muss. Sein Gesicht, das am Anfang noch so etwas wie normale, alltägliche Arbeitsmoral von sich gab, veränderte sich. Herr Brucker setzte ein schmerzverzerrtes Gesicht auf. Seine Augen versuchten, sich im Raum an irgendetwas zu halten. Sein Mund war etwas geöffnet, nicht mehr geschlossen, denn es war so, als ob sein Verstand ihn zwingen sollte, musste irgendetwas zu sagen, als ob es angebracht sei, irgendetwas zu sagen, auch wenn es nur ein Gruß ist, eine gesellschaftliche notwendige Konvention, irgendetwas war notwendig, doch die Worte schienen ihm im Hals stecken geblieben zu sein. So sagte er am Ende gar nichts. Er konnte nicht sagen, war das nicht Brandauer? War das nicht derjenige, den er bis dahin so etwas wie ein Sohn, wie ein Protégé behandelt hatte? Und hatte er
Buck auch nicht davor gesagt, dass schnell jemand einmal gerichtet und verurteilt sei. Doch die Wahrheit würde man nicht wissen und dass man doch vorsichtig sein müsse, bevor man jemanden so aburteilt. Das waren seine Worte gewesen, bis es mehr und mehr ersichtlich wurde, klar wurde, was Brandauer ist, was und was er nicht ist. Diese Illusion, die man bis dahin geglaubt hat, die er nicht ist, die er nicht füllen kann, die leer ist wie eine leere Höhle neben ihm liegt. Und Brandauer, dieses Etwas, das so schien es für Herrn Bucker, es bis dahin immer geschafft hatte, diese Leute um ihn herum zu täuschen. Für Herrn Bucker gab es so jenige widerwärtige, hassenswerte Menschen, die Freude daran haben, andere Leute hinters Licht zu führen, die sich einen Spaß daraus machen, den Leuten ein falsches Bild von sich zu geben. Und wer weiß, was Brandauer, was wirklich in seinem Kopf vorging, all die Jahre, mit denen er mit ihm zusammengearbeitet hat. Wie viele Jahre wusste Herr Bucker selbstverständlich nicht, denn er hatte in seiner ganzen Arbeit, in seinem Leben, jedweden Hang zu Zeit verloren. Für ihn war Zeit relativ. Für ihn schien Zeit langsam zu sein. Für ihn schien Zeit etwas zu sein, was man so nicht berechnen kann, was man so nicht abzählen kann, sondern nur von Emotion zu Emotion, von Gefühl zu Gefühl. Und diejenigen, die mit ihm sehr nahe waren, mit denen er gerne zusammen, die gaben ihm irgendwie das Gefühl, Zeit laufe doch schneller ab, sodass man mit einem Mal sich immer wieder danach sehnt, dass diese Zeit, die schnell abläuft, einem so viel Erfüllung gibt, doch irgendwie dieses Gefühl der Erfüllung, der Freude, man nie so wirklich speichern kann. Dass es zu schnell zu Ende geht und dann man immer und immer wieder neue, die sich nach dieser Erfüllung sehen. Und Herr Bucker war derjenige, der in seinem Leben immer wieder zurückgestellt worden war, der in seinem Leben nie so etwas wie Leute gehabt hat, die auf ihn aufsehen, die ihn als eine Führungspersönlichkeit sahen, die auf ihn aufschauten, die seinen Worten lauschten. Und es war Herrn Bucker wichtig, jemand wichtig für jemand anderen zu sein, jemand anderen, der an ihm sich orientiert, der an ihn Fragen stellt, der ihn fragen will, wie etwas funktioniert. Herr Bucker wollte immer gebraucht werden und er freute sich, dass Brandauer, als er neu in die Firma kam, als er noch von der Arbeit nichts verstand, dass er immer und immer wieder Herrn Bucker gefragt hatte, wie etwas ginge, dass er Herrn Bucker als die Expertise innerhalb der Firma sah. Herr Bucker gefiel sich darin, ihm schien das und hatte auch sehr gefallen. Ihm hatte es immer sehr gefallen, dass er der Mittelpunkt für andere ist, ein Orientierungspunkt für andere, denn bis dahin hatte jeder Herrn Bucker ignoriert, ihn nicht als voll genommen, als diesen netten, ehrwürdigen Greis, aber nichtsdestotrotz hatte man ihn doch belächelt, ihn nicht als ernst genommen, hin und wieder auch als Exzentriker wahrgenommen, der so ewig nicht wirklich leben kann, der sich aufs Leben nicht verstanden kann, der irgendwie in einer heilen, entfernten, von der Realität entfernten Welt lebt. Die Distanz zur Realität und der Traumwelt von Herrn Bucker war einfach zu weit entfernt gewesen. Und Herr Bucker hatte auch so wenige soziale Kontakte, hatte auch nie wirklich mit einer Frau oder mit einer Geliebten irgendetwas gehabt, weil er durch seine Eigenart, durch seine Indifferenz, durch seine Distanz zu allen anderen. Er hat es nie wirklich verstanden, um sich herum interessante Menschen zu scharen, weswegen er die meiste Zeit in einer Traumwelt lebte, in einer Traumwelt, die früher oder später ihn als etwas Besonderes hervorbringen würde, sein Leben interessant machen würde. Und was dann später sein Leben auch interessant machte, war eben, dass er
der Lehrer für andere sein konnte, dass die anderen ihn sowas wie ein Vater sind, und hatte er sich nicht Söhne gewünscht, Söhne, die er unterrichten kann, Söhne, die er, denen er zeigen kann, wie das geht, denen er über das Leben erzählen kann, auch wenn er so vom Leben nichts wusste, denen er verständlich machen kann, was im Leben doch wirklich ist, wofür man Wert legen soll, worauf man achten soll. Und hat er nicht in Brandau so etwas gesehen wie ein Sohn, wie ein Jung, den er bewunderte, den er bei der Arbeit gerne zusieht, dem er gerne hilft, für den er verständlich ist. Doch dann fühlte er sich betrogen, dass dieser Brandau, dieser Widerling, dieser eklerregende Mensch, der heimlich diese ganzen Sachen macht, der heimlich diese widerlichen Sachen macht, denn daran erinnerte sich Herr Bucker immer wieder, diese widerlichen Sachen macht, dass das eigentlich eine zweigesichtige, niedrige Gestalt sei, der vielleicht doch hinter seinem Rücken über Herrn Bucker lachen würde, dass er vielleicht nur jemanden wollte, der ihm die Arbeit abnimmt. Jemanden, der für ihn arbeitet, so dachte sich Herr Bucker, das und das war ihm zuwider. War ihm zuwider, denn ausgenutzt wollte er nicht werden. Niemand wollte es werden. Und für Herrn Bucker war das das Schlimme. Lachte Brandauer hinter seinem Rücken über ihn, redet der Brandauer mit anderen hinter seinem Rücken. Was macht der Brandauer? Jemand, der so etwas macht, jemand, der so etwas Widerliches in seiner Freizeit macht, der scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als so etwas zu machen. Für Herrn Bucker war das auch alles unverständlich, denn wenn er Freizeit hätte, würde er so viel machen. Ihm kämen da so viele Gedanken in seinem Kopf. Doch nichtsdestotrotz, trotz der vielen Freizeit, die er hatte, und Herr Bucker hatte sehr viel Freizeit, wusste er nicht, was er mit sich selber anfangen sollte, sondern seine Freizeit, die meiste Zeit, davon ging darauf aus, darüber nachzudenken, was er doch mit seiner Freizeit machen konnte und was nicht. Und so war alles dann schon vorbei. Wenn er wieder arbeiten anfing, waren diese freien Momente schon an die Gedanken, was man und welche Möglichkeiten man in diesen Momenten ergreifen und verfolgen kann, waren das schon alles vorbei, aufgebraucht. Er lebte nur in allen Möglichkeiten und in Gedanken über diese Möglichkeiten. Als er Brandauer sah, wusste er nicht so recht, was er sagen soll. Sollte er ihn empört betrachten? Oder sollte er voller Schadenfreude ihm begegnen? Das geschieht dir recht. Du hast mit mir das gemacht. Du hast mit mir ein zweigesichtiges Spiel gespielt. Du hast mich hinters Licht geführt. So stellte er sich vor. Oder sollte er Mitleid haben? War Brandauer am Ende doch nicht anderes als ein verlorener Junge. Verlorener Junge, der eben hingefallen sei. Und war er nicht so etwas wie der verständige Vater, der so etwas auch verstehen müsse, dass man von ihm verlangen und erwarten müsse, dass er das Kind tröstet, dass er Brandauer vielleicht hingefallen sei. Ein Kind, das sich wehgetan hat. Aber der Gedanke an Kinder und Brandauer, was Brandauer macht in seiner Freizeit, dieser Gedanke war ihm zuwider. Er konnte und wollte es nicht zusammendenken. Er verbat sich das Zusammendenken. Kinder in Verbindung mit Brandauer, jemand, der so etwas macht, ist das wirklich ein Kind? Kann man so jemanden als Kind bezeichnen? Der Gedanke widert ihn an. Der Gedanke schien ihm fremdlich zu sein. Und als Brandauer dort hingekommen war, in die Firma hingekommen war, wusste Herr Bucker nicht die Gesellschaftsnorm, die notwendig ist. Er tat so, als ob nichts gewesen wäre. Das war die einzige Möglichkeit, die er noch hatte, die er noch ergriff, die für ihn noch irgendwie Sinn machte. Ein ganz gewöhnlicher Tag. Es schien ihm nichts auszumachen. Auf das konnte er sich schlussendlich einigen, auch wenn Brandauer vielleicht hinter seinem Rücken über ihn lästert, sich über ihn lustig macht. Er wollte ihm nicht die Genugtuung geben, nicht ihm zeigen, dass es ihm nahe geht, das, was mit ihm geschehen ist. Denn so dachte er, würde sich Brandauer doch tot ärgern, hatte er sich nicht gefreut,
all die Jahre vielleicht hinter seinem Rücken über ihn zu reden, war er vielleicht auch nicht einer derjenigen, die hinter Herrn Buckers Rücken redeten? Und Herr Bucker kannte diese Leute, die ihn immer als Sonderling bezeichneten, die ihn immer herab und geringschätzig betrachteten. Vielleicht war Brandauer einer derjenigen und er wollte ihm nicht die Genugtuung geben. So tat er so, als ob nichts wäre. So tat er so, als ob Brandauer nur ein gewöhnlicher Arbeiter sei, wie jeder andere. Wie jeder andere auch. Und er wollte an ihm vorbeigehen, doch Brandauer starrte ihn an und das war ihm unangenehm. Brandauer erwartete etwas von ihm, erwartete etwas, eine Antwort. Sogar ein Gruß, irgendetwas war angebracht und Herr Bucker wusste es auch. Doch was war angebracht hier? Was sagt man zu so etwas? Muss man da nicht seine Anwiderung bekunden? Muss man da ihm nicht verständlich machen, dass das falsch ist? Muss man keinem Kind, wenn es wirklich ein Kind ist, ihm sagen, dass es falsch ist, dass es falsch gehandelt hat? Er wusste es nicht. Er dachte an sich selber. Er dachte, was wohl mit ihm geschehen würde, wenn sein Sohn so hervorkäme. Und der Gedanke war mit Trauer versetzt, denn hatte er in seinen Gedanken sich nicht immer und immer wieder vorgestellt, dass seine Kinder, seine Söhne dieses Leben, das er lebt, dieses fade, monotone Leben, das er lebt, dass die das alles wettmachen würden, dass seine Kinder für ihn etwas Besonderes erreichen würden, etwas Besonderes leben können und dass er so etwas wie die Möglichkeiten in seinem Leben, die er ergreifen hätte können, dann schlussendlich doch nie ergriffen hat, dass er diese Möglichkeiten, diese Erlebnisse in seinen Kindern sehen, erleben und miterleben konnte, dass er dann stolz auf seine Kinder sein konnte und dass er in der Arbeit und auch in seinem privaten Leben über andere reden konnte, über das Leben anderer reden konnte, darüber reden konnte, dass er stolz sei auf seine Kinder, dass er sagen konnte, seine Kinder sind diejenigen, die etwas erreicht haben und er derjenige, der für sie alle gearbeitet hat, der es ihnen möglich gemacht hatte und der sich dann schlussendlich begnügt, damit an deren Erfolg Freude zu haben. Denn hatte sich Herr Bucker bis dahin doch immer schon damit begnügt, irgendwie durchs Leben hindurch zu gehen, dort nicht viel anwesend zu sein. So stand er einen Augenblick da, wie angewurzelt. Er dachte an Brandauers Vater, an Gotthard, den er kurz und flüchtig einmal getroffen hatte, von dem er auch sehr Respekt hatte. Er hatte vor ihm Respekt, nicht weil er ihn kannte, sondern weil die Leute um ihn herum sagten, dass Gotthard ein anständiger, würdevoller Mann sei und dass man so jemandem Respekt geben müsse. Das war genug der Verständigkeit für Herrn Bucker, dass man so jemand automatisch, weil andere sagen, es muss es so sein, Respekt entgegenbringen würde, dass man ihn achten und wertschätzen würde. Und irgendwie beneidete ihn auch Herr Bucker, hatte Gotthard Brandauer nicht alles erreicht, was er sich selber wünschte, von der Gesellschaft anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden und auch noch ein Kind zu haben, ein Sohnemann, auf den man stolz sein kann. Er hatte in dem Moment schon Neid für Gotthard verspürt. Später, als dann Brandauer wieder in die Firma kam und er ihn vorhin sah, dachte er sich, es muss für ihn hart sein. Und er empfand keine Schadenfreude, denn er dachte sich immer und immer wieder, was würde geschehen, wenn er an seiner Stelle wäre? Was würde geschehen, wenn er dort sei? Vielleicht würde er zureden, vielleicht würde er sich distanzieren oder vielleicht würde er versuchen, irgendwie das klarzustellen. Was wäre, wenn sein Sohn so hervorkäme? Wenn das sein Sohn wäre, könnte er so tun, als ob er einfach
nicht sein Vater wäre, könnte er so tun, als ob dieses Kind nicht ihm gehöre, sondern jemand anderen, dass er nur zufällig dieses Kind irgendwie erzieht, dass er zufällig nur irgendjemand einen Gefallen macht und dass das alles ist. Alles und mehr kann man dazu ohnehin nicht sagen. Aber was für ein Gedanke wäre das, was für ein Vater wäre es, wenn er so etwas machen würde, wenn er seinem Kind und sich von dem Kind distanzieren würde, wenn er für das Kind nicht da wäre, wenn er sich um das Kind nicht sorgen würde. Verlangt man das nicht von Vätern? Verlangt man das nicht von jemandem, der ein Kind in die Welt gesetzt hat, dass so jemand auch sich für das Kind sorgt, dass so jemand auch dem Kind durch Zeiten wie diesen hilft? Der Gedanke machte ihn noch nun schuldig, dann schuldig. Herr Booker war aufgelöst. Er wusste nicht, wie er sich reagieren sollte. Und er versuchte sich an eine Boje zu retten, an einen rettenden Gedanken. Einen Gedanken, der das alles auflösen würde, der ihn von diesen ganzen Schuldgefühlen, von diesen ganzen Fragen befreien würde. Ein Gedanke, der da hieß, vielleicht ist ja der Brandauer nicht der, für den er sich ausgibt. Vielleicht ist er ja ganz jemand anderes. Jemand anderes, der ihm untergeschoben wurde, untergejubelt wurde. Herr Booker hatte immer schon Probleme mit Frauen gehabt. Frauen, die ihn nicht ernst nehmen, die ihn irgendwie zu nett sind. So dachte er sich, ich bin zu nett für die Menschen. Und dass die Frauen, die mögen die Netten eben nicht. Die mögen eher die Männer, die etwas, die sie auch schlecht behandeln. Irgendetwas stimmt mit den Frauen nicht, wenn sie sich für nette, höfliche Männer nicht erwerben können. Und so dachte er sich auch, dass vielleicht so eine Frau, die ihn ausgenutzt hätte, wenn er sich getraut hätte, eine anzusprechen, mit ihr zusammen zu sein, wenn er den Mut aufgefunden hätte, tatsächlich den Bund der Ehe mit irgendeiner einzugehen und decke. Und die Gesichter von so einer Frau und das Gesicht von so einer Frau konnte Herr Booker sich einfach nicht vorstellen, weil der Gedanke so abwegig war und weil er nie darüber geträumt hatte, auch wirklich mit einer Frau zusammen zu sein, sondern nur der Lehrer für jemanden zu sein oder nur von jemandem wertgeschätzt zu werden. So weit ging seine Fantasie noch nicht, dass er es geschafft hatte, den Bund der Ehe mit jemandem einzugehen, dass er es geschafft hatte, mit jemand etwas Besonderes erreicht zu haben. So weit war er noch nicht, trotz seines Alters, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Und nun, dann, was wäre, wenn so eine Frau ihn ausgenutzt hätte? Und Herr Booker fühlte sich in diesem Moment durch Brandauer und auch in der Arbeit mit den Leuten ausgenutzt. Das war der einzige Gedanke, den er damit assoziieren konnte, den er damit in Verbindung bringen konnte. Denn wusste er ja davor nicht, wer und was Brandauer war. Und als das dann zum Vorschein kam, fühlte er sich dupiert bloß. Hatte er sich nicht weit aus dem Fenster gelehnt und für Brandauer fürgesprochen. Für ihn da gewesen, so wie man es von einem Vater verlangt hat. Und hatte er sich nicht darin gefallen, dass er den Jungen nicht fallen lässt, dass er sich für den Jungen einsetzt, sich um ihn kümmert. Und dann wurden seine Taten als vergebens abgebucht, abgestempelt. Hatte er das gewusst? Und wie würden dann andere sehen? All das kommt mit Schmach, all das kommt mit einer Scham, sozialen Scham. Und das war unangenehm für Herrn Booker. Er blieb dieser Exzentriker. Und was würden die Leute hinter seinem Rücken dann über ihn sagen, wenn es dann zu offensichtlich wäre, wenn er, Gott bewahre, sogar wusste, was Brandauer heimlich zu Hause tat. In seinem Zimmer. Schon daran zu denken, es auszusprechen, war für Herrn Booker unmöglich. So versuchte er sich an einen Gedanken zu klammern, an einen Gedanken, dass vielleicht hier etwas Falsches läuft, dass man vielleicht in seiner Fantasie, wo er diesen Gedanken durchlebte, diesen Tagtraum sich vorstellte, dass ihm eine Frau ein falsches Kind untergejubelt hätte, dass das Kind nicht so sei, wie er den
so seine Kinder, die so sind wie er, die sind nicht so, die denken nicht so, die haben nicht solche Bedürfnisse, die haben nicht solche Neigungen, die würden so etwas nie machen. So müsste es notwendiger sein, weil sie das Kind von jemand anderem sein. Und so kam es dann dazu, dass Herr Bucker sich auch mit Gotthard Brandauer, dem Vater von Brandauer, assoziierte. Was würde er denken? Wie würde er sich fühlen, wenn er so enttäuscht werden würde? Auch wenn er ihn beneidet hatte davor, beneidet hatte und auch wünschte und auch insgeheim ihn auch verachtete und hasste, dass er alles hatte, was er nicht hatte. Doch danach hatte er sowas wie Mitleid mit ihm. Mitleid, weil er sich selbst darin sah, weil er sich selbst in diesem Netz, in dieser Verlorenheit, in dieser Phase, wo er sich nicht bewegen kann, was er nicht sagen kann, was er nicht tun kann und wie es darauf reagieren kann, soll, muss. Was ist die gesellschaftliche Konvention? Er fand sich in dem Moment dann und hatte Mitleid mit Gotthard Brandauer. Und der einzige Gedanke, der dann ihn noch retten konnte, war, dass vielleicht das nicht sein Sohn war. So blickte Herr Bucker Brandauer scharf an, der voller Erwartung und immer noch mit Erwartung ihn ansah, zumindest auf einen Gruß wartete, dass er gegrüßt werden würde, dass man etwas Freundliches zu ihm sagen würde. Doch Herr Bucker hatte nichts Freundliches. Er konnte nichts Freundliches sehen. Er sah in Brandauer einer dieser widerwärtigen Leute, die nichts anderes tun, als das Leben anderer Leute zu zerstören, die nicht verstandbar sind, die nicht intelligibel sind, aus denen man keinen Sinn machen kann, die nur über andere lästern können, die nur andere zerstören können. Diese widerwärtigen Leute, die das Leben von anderen zerstören und sich daraus eine Freude machen, die bis dahin hinter seinem Rücken gesprochen hatten und es scheinbar auch genossen, so ein Leben zu führen. Und das verdichtete sich alles in einem Blick, dass sich das Brandauer, der Brandauer durchbohrte in dem Augenblick. Und die einzigen Worte, die Herr Bucker hervorbringen konnte, waren eine Frage. Bist du Gotthards Sohn? Das war alles. Und es hallte in der Stille. Es war etwas, worüber der Gestader auch nicht nachgedacht hatte. Vielleicht war das nicht der wirkliche Brandauer. Vielleicht war das nur irgendjemand, der so aussah wie Brandauer. Vielleicht hatte man sich dahin getäuscht. Und der Gedanke gab sogar Gestader so etwas wie Hoffnung. Vielleicht war das wirklich so. Vielleicht war es wirklich so, dass hier etwas Falsches läuft. Dass hier etwas läuft, das nicht so hingehört. Brandauer, der verstand die Frage am Anfang nicht und das ganze Bewandtnis, er dachte, dass Herr Bucker, der vielleicht an Demenz lehnt, der vielleicht nicht ganz auf dem neuesten Stand sei, dass er Smalltalk betreiben würde und dass Herr Bucker, als er in den Raum kam, in einem Augenblick der Unachtsamkeit von Brandauer Seiten ihn gegrüßt hatte. Und Brandauer diesen Gruß überhört hatte. Und dass er dann jetzt mit ihm reden würde, Smalltalk betreiben würde. Und sein Vater, das wusste Brandauer, die waren ja nicht wirklich befreundet, hatten sich auch bis dahin nicht getroffen, dass Herr Bucker vielleicht ihn über seinen Vater erforschte, nachforschen würde. Dass er so einmal das Gespräch anfangen würde. Unbeholfen, aber doch so ahnungslos nickte Brandauer. Ja, die Antwort kam sehr unschuldig und die Antwort schien Herrn Bucker übel aufzustoßen, denn Brandauer schien ein schadenfreudiges Aussehen zu haben, einen schadenfreudigen Gesichtsausdruck zu haben. Als ob er daraus nichts gelesen hätte, als ob er es nicht verstanden hätte, dass die Frage ernst war, dass das nicht etwas ist,
was man zu mir nichts, dir nichts beantworten kann. Und er schwieg. Herr Bucke schwieg. Die Welt, in der er lebte, die war zu grausig, die war zu unverständlich. Er stellte sich immer und immer wieder vor, dass Brandauer hinter seinem Rücken und hinter dem Rücken seiner Vater, hinter den Leuten, die ihm bis dahin geholfen hatten, dass er hinter denen sich kräuselte, vor Schadenfreude kräuselte, dass er sich daraus eine Freude machte, Leute hinters Licht zu führen, sie an der Nase herumzuführen, dass das die neue Jugend sei. Das ist etwas, wahrscheinlich die Abgeburt und die Brut von irgendjemand anderem war. Die Brut von irgendjemand anderem, von irgendjemand anderem Kranken. Nicht verständnismäßig erfassbarem jemanden. Dass sie, die Frau und die Menschen, denen er vertraut hat, ihn hinters Licht führten. Herr Brucker war diese Welt suspekt. Nicht verstandsmäßig. Und er fühlte sich fehl am Platz. Er fühlte sich so, als ob er nun den Ort sofort verlassen müsste. Als ob er sich in Sicherheit bringen müsste. In Sicherheit vor etwas, was er nicht verstand. In Sicherheit vor einem Ort, in dem er sich verloren fühlte. In dem er sich in und aus wusste. Und in dem er entblößt war, emotional entblößt war. Denn er war hier verwundbar. Verwundbar durch seine Ahnungslosigkeit. Verwundbar, so dachte er, durch seine Gutmütigkeit, durch seine Menschlichkeit, durch seine Offenherzigkeit. Diese Menschen um ihn herum, die lebten ein ganz anderes Muster. Die dachten an ganz anderes, an etwas ganz anderes und hatten auch ganz andere Werte und Moralvorstellungen. Er wollte sich in Sicherheit bringen. Er wollte dem offensichtlich nicht mehr ins Auge blicken. Er wollte Brandauer nicht mehr ins Auge blicken. Seine Enttäuschung, seine Zerstörung. Und der ganze Augenblick und der ganze Raum verfiel in stille Schweigen. Mehr und mehr verstand Brandauer, dass das Bewandtnis der Frage, warum er gefragt worden war, ob er der Sohn von Gotthard war oder nicht, dass das eine tiefergehende Sinnfrage war, die er verabsondert und dass dieser Ort nicht der Ort war, wo er Unterstützung und Hoffnung bekommen würde. Ganz im Gegenteil, dass man ihn hier nicht unbedingt willkommen heißt, dass man sich eher von ihm distanzieren will. Und hatte er nicht immer auf Herrn Brucker aufgesehen? Hatte er nicht immer Herrn Brucker als etwas Besonderes angesehen? Und nun diese Kälte, diese Distanz zu ihm, die zerstörte ihn vollends. Die brachte fast Tränen in sein Gesicht. Brandauer wusste nicht mehr, was er noch sagen sollte, konnte. Gab es noch etwas? Konnte er noch dort irgendetwas hinzufügen? Nur Schweigen. Und das war alles. So wendete er sich ab. Für einen Augenblick wusste er nicht, sollte er gehen oder nicht. Herr Brucker wollte sich irgendwie ablenken, wollte so tun, als ob er noch irgendwas vorhätte, als ob er durch einen Grund hierher gekommen ist. Doch dann fiel es ihm ein, vielleicht, und das war der Anstand der Höflichkeit, vielleicht musste er den Brandauer etwas fragen, was er brauche. Vielleicht ist er auch der Brandauer nicht wegen ihm gekommen, sondern wegen etwas anderes, für etwas anderes. Und so fragte er den Brandauer, brauchst du etwas? Und die Worte waren kalt, die waren distanziert. Die waren jedweder Wärme entnommen. Und sie waren so kalt, dass sie den ganzen Ohrraum durchfroren. Brandauer konnte nur Nein sagen, umdrehen und den Raum verlassen.